Hallo und herzlich willkommen bei Koch mal schnell. Heute möchte ich euch meine Bacon Tortilla Bites mal wieder im Opti-Grill vorstellen. Schaut es euch an, ich hoffe es gefällt euch. Wir brauchen für die Bacon Tortilla Bites, Überraschung, Bacon, steckt ja schon im Wort, genau 16 Scheiben hier. Wir werden nachher sehen warum. Dann brauchen wir 3 große Scheiben Prosciutto. Ihr könnt auch gekochten Schinken nehmen, aber der Prosciutto ist immer ganz praktisch, weil er auch sehr fein ist, sehr flach ist. Der ist schon ideal. Dann brauchen wir 4 Scheiben. Ich habe jetzt hier genommen einen milden Gouda. Ihr könnt aber eigentlich beliebigen Käse nehmen und etwas kräftiger, wie immer bei mir sehr gerne. Cheddar, 4 Scheiben jeweils. Und wir brauchen außerdem zum Bestreichen der Tortillas gleich Frischkäse, ungefähr 100 Gramm. Mengen und so weiter, wie immer, Zubereitung unten in der Infobox. Und ich nehme jetzt zum Würzen heute mal hier Beef Smoky, um so ein bisschen rauchigen Geschmack reinzukriegen in meine Bacon Tortilla Bites. Wenn ihr das nicht habt, könnt ihr auch Paprika nehmen, edelsüß und rosenscharf und ein bisschen Pfeffer, das geht auch. Aber das passt ganz gut, finde ich. Und dann können wir mal loslegen und ich baue mal die Bacon Tortilla Bites im Opti-Grill zusammen. So, das Zusammenbauen der Bacon Tortilla Bites geht wie folgt. Wir schnappen uns zunächst mal eine Scheibe Tortilla und die bestreichen wir mit der Hälfte des Frischkäses. Das geht übrigens mit dem Löffel deutlich besser als mit dem Messer. Das werdet ihr feststellen, wenn ihr es ausprobiert. Ihr könnt auch Spatel nehmen, ja, aber Löffel geht eigentlich immer ganz gut. Danach beginne ich mit dem Cheddar. Der ist immer etwas spröder, deswegen packe ich den nach unten. Immer ganz gut hier diese 4 Standardscheiben und dass die Ecken hier an der Seite ein bisschen frei bleiben, das macht nichts, denn wir schneiden nachher sowieso das Ganze so ein bisschen zurecht. Da wird sowieso ein bisschen was abgeschnitten, deswegen macht das nichts. Und weil ich möchte, dass auch alles schön miteinander verschmilzt, gebe ich jetzt hier von dem Beef Smoky nicht ganz so viel. Das ist wirklich sehr, sehr reichhaltig. So ein bisschen was hier auf meinen Cheddar. Das riecht schon sehr pfeffrig und sehr rauchig, sehr lecker. Das wird wieder sehr deftig, aber ist auch nichts für jeden Tag dreimal. So, das reicht erstmal, machen wir gleich nochmal. Und nächste Schicht, Prosciutto. 3 Scheiben von dem großen passen immer ziemlich genau drauf. Das geht ganz gut. So, zweite Schicht und jetzt kommt als dritte Schicht nochmal Käse. So, und das war's erstmal mit der ersten Schicht. Jetzt ziehen wir den mal ein wenig beiseite und machen den anderen. Und den bestreichen wir jetzt mit dem restlichen Frischkäse. So. Und jetzt geben wir noch mal ein wenig Beef Smoky hier gleich direkt auf die Tortilla. Wie gesagt, ich übertreibe es immer gerne damit. Deswegen bin ich mal doch ein bisschen vorsichtiger heute. Das ist schon relativ intensiv. Ja. Das reicht. So, und jetzt klappen wir die beiden zusammen. Das ist einfach. So, jetzt kommt der schwierigere Teil. Jetzt versuchen wir das Ganze hier zusammenzurollen. Und zwar so eng wie möglich eine Tortilla-Rolle zu machen. Und dazu schieben wir den oben mal etwas nach vorne. Wir müssen aufpassen, dass die Tortilla nicht reißt. Wenn ihr sie etwas flexibel haben wollt, dann vorher in die Mikrowelle gehen mit ein bisschen Wasser und jetzt immer hier reindrücken, damit sie auch wirklich zusammenbleibt. So. So sieht das jetzt aus. Ja, ist sogar halbwegs heile geblieben alles. Und jetzt können wir sie weiter verarbeiten. So, auf geht's. Und schneide jetzt erstmal hier ein bisschen
die Ecken glatt. Ein bisschen schönere Form haben. So. Und jetzt mache ich es immer so, dass ich versuche, von der Mitte aus zu schneiden, damit ich wirklich halbwegs gleiche Teile kriege, denn wir wollen 8 haben. 8. So. Seht ihr hier schon mal? Das passt doch so halbwegs. Dass man sie nicht kaputt macht. So, und jetzt den nochmal. So, und jetzt seht ihr schon, wie das werden soll. 8 wundervolle Tortilla Bites, die wir jetzt hier produzieren. Wir wickeln jetzt die einzelnen Bites in Leckerbecken ein. Ich habe hier schon mal 16 Scheiben bereitgelegt. Leider war die eine Packung nicht so der Hit. Das sehe ich hier gerade. So. Ich nehme jetzt hier mal 2 Scheiben. Und jetzt rollen wir die lecker ein. Der Bacon hier ist so lang, dass das gut funktioniert. Wundervoll. Ja. So, so sieht so ein kleines, leckeres Paketchen aus jetzt. Perfekt vorbereitet. Schreit mich schon an und sagt, schmeiß mich in den Opti-Grill. Ja, also, erstes. Und so machen wir jetzt auch weiter. Ihr könnt natürlich verschiedene Varianten auch drehen. Die Hardcore-Bacon-Freaks unter euch werden wahrscheinlich sagen, 2 Scheiben, viel zu wenig. Also 4 müssen es mindestens sein. Habe ich volles Verständnis für. Aber ich mache heute mal die 2-Scheiben-Variante, die mache ich jetzt mal anders. Die drehe ich mal andersrum jetzt hier. Dann machen wir gleich noch eine zweite quer. So, das war erst eine. Jetzt kommt die zweite. Die machen wir jetzt mal quer. Ja, das geht natürlich auch. Voraussetzung, ihr habt Bacon, der lang genug ist. Ja, also wenn ihr ganz kurzen habt, wird das schwierig. Aber auch das hier, das sieht doch richtig lecker aus schon. Also Nummer 2. Und so mache ich jetzt alle meine Pakete fertig, bis ich alle 8 wunderschön eingepackt habe. So, fertig. Na, ihr seht 8 Pakete. Ich räume ein, die sind jetzt nicht unbedingt alle gleich groß geworden. Vor allem die beiden Ecken erkennt man eben doch. Das macht aber nichts. Und deswegen habe ich vorhin die Teile eben so geschnitten, wie ich es jetzt vorgemacht habe, dass ihr immer die Hälfte wieder in die Hälfte schneidet und so weiter. Damit wir ungefähr eine identische Höhe haben, ne? Denn kann man das so halbwegs sehen hier. Ich glaube, so geht das ganz gut. Denn im Opti-Grill, ja, wir haben nur keine Steaks hier, wir müssen ja nicht auf die Minute achten. Aber im Opti-Grill ist natürlich schon nützlich, dass die Sachen ungefähr die gleiche Höhe haben. Und das haben sie. Das funktioniert tatsächlich ganz gut. Und dann sind meine leckeren Bites hier vorbereitet. Und dann wollen wir mal zum Opti-Grill schreiten. So, Opti-Grill ist aufgebaut. Heute brauchen wir die Platten, nicht Snacking und Baking, sondern heute brauchen wir da klassisch die Platten hier für den Opti-Grill. Und hier kommt ein Sandwich am nächsten. Mache ich klassisch wirklich mit der Sandwich-Stufe, denn so ganz heiß sollen sie auch nicht werden. Nicht, dass hinterher der Käse ganz rausläuft, werdet ihr gleich sehen. Also hier die Sandwich-Stufe und dann machen wir mal an. Und das dauert bei mir wie immer um die 6 Minuten und dann sehen wir uns wieder. So, der Opti-Grill hat sich gemeldet. Und dann legen wir mal unsere Bites auf den Opti-Grill und versuchen auch wirklich alle 8 unterzubringen. Das sollte auch funktionieren. So. Okay. So,
Und dann lassen wir den Optiker seine Arbeit machen. Und ich warte jetzt mal. Ich habe beim ersten Mal, als ich es ausgetestet habe, bis rot durchgemacht, aber es war ein bisschen viel. Wir werden zwischendurch mal reinschauen, denn der Käse soll nicht völlig zerlaufen, sondern soll nur heiß werden. Der Käse soll zerlaufen, aber nicht auslaufen. Also gucken wir zwischendurch mal rein. So, meine Tortilla Bacon Bites sind ausgekühlt, oder so lauwarm, sodass man sie jetzt schon mal anfassen kann und auch essen kann, ohne sich den Mund zu verbrennen. Und dann wollen wir mal hier aufschneiden und mal gucken, ob das jetzt auch was geworden ist. Das sieht doch ganz köstlich aus, oder? Hervorragend. Tortilla Bacon Bites im Opti-Grill. Super schnell gemacht, wirklich nur ein paar Zutaten. Geht ratzfatz und nun wollen wir sie auch mal probieren. Ich bringe sie jetzt in meiner Kontrollinstanz meiner Frau. Ja, ich habe leider keinen gekriegt. Also, ich konnte nichts essen. Doch, ich habe ein bisschen probiert. Und ihr seht, sind wirklich super, super lecker. Ist ein ganz toller Snack. Den kann man super vorbereiten. Weil man die ja nun wirklich nicht pottenheiß essen muss. Sondern die kann man eben so ein bisschen lau essen auch. Wenn ihr Gäste habt, könnt ihr sie vorbereiten. Dann schmeißt sie nochmal ganz kurz in die Mikrowelle oder so. Oder auch nochmal in den Opti-Grill 2-3 Minuten, damit sie kross bleiben. Aber es ist wirklich ein super leckeres Essen und geht wirklich schnell und täuscht euch nicht, die sind sehr gehaltvoll. Also dadurch, dass eben da die Tortillas drin sind, die Maisfladen, selbst gute Esser essen davon vielleicht 2 oder 3, dann seid ihr ziemlich satt. Aber man kann sie eben auch super, super vorbereiten für die Party und im Kühlschrank aufbewahren, mehrere Tage, überhaupt kein Problem. Ja, ich denke, hat geklappt. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Und abonniert gerne meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.